So, da wären wir wieder. Also, ich war hier, hab gegen geschlagen, ist nichts passiert. Ich war hier, hab gegen geschlagen, ist nichts passiert. Und ich bin hier zickzack rumgesprungen und war an der Tür, hab gegen geschlagen und nichts passiert. Und ich habe auf die Tür nicht ein-, zweimal geschlagen, sondern jeweils mindestens 10 Minuten nonstop. Also die Türen gehen durch Schläge nicht auf. Im Gegensatz zu der Tür und der Tür. Das heißt, wir können uns jetzt einigermaßen besser bewegen. Das hatten wir letztes Mal schon. Das heißt, die einzigen Stellen, wo ich jetzt noch sehe, wo das Level weitergeht, ist da. Aber da ist eine Instant-Todesfalle. Vielleicht kann man darüber springen oder ist es nicht immer tödlich oder das weiß ich nicht. Aber da geht es definitiv weiter. Das ist der einzige Ausgang aus dem Labyrinth. Also, außer den beiden hier, ne? Der einzige Ausgang, der weiterführt. Ja, und hier. Da geht's weiter. Das ist mir vorher nicht wirklich aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich immer schreiend weggelaufen bin, weil hier überall Feuerelementare sind. Aber ja, da würde es auch weitergehen. Ich denke mal, es ist eine Verbindung bis hier hinten. Also wir könnten theoretisch auch wieder zurücklaufen und das Ganze von da aufkrempeln, aber da muss ich wieder so viel hoch und runter, das ist auch doof. Also nö, wir sind hier eh unsterblich. Avatar und so. Das heißt, wir springen jetzt in die Lava und folgen dem Lavafluss in der Hoffnung, dass irgendwo eine Abzweigung ist. Also, Norden. Ah, ja, da ist ein Feuerelementar. Zwei Feuerelementare. An den Seiten sind schon recht viele Dinger zum Raufspringen. Aber man kann hier nicht. Oh. Oh, 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 oh. Abgeschlossen. Ah. Da ist schon mal eine Tür. Aber die Feuerelementare sind garstig. Und wir müssen gucken, ob wir da nicht vielleicht hinfliegen können. Das würde das Ganze wesentlich einfacher machen. Wie. Oh. Bis da ganz hinten hin werden wir nehmen. Doch. Doch, 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 das geht. Also, wir gehen jetzt hoch. Schlafen kurz. Essen im Notfall noch ein bisschen. Machen dann das altbekannte PK. Fliegen hier rum, darum, 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 darum. Fliegen dann mit Shift hier lang. Bis zu der Tür. Da probieren wir beide Schlüssel aus. Und wenn das nicht hilft, schlagen wir gegen. Ich hoffe mal, das geht schnell genug. Weil die Feuerelementare bringen uns richtig gut runter. Ja, okay. War schön. Eine Stelle gefunden. Weil bei den Todesfallen da hinten. Ich glaube nicht wirklich, dass es gut geklappt hätte. Ich könnte noch essen. Weil ich habe nicht ohne Grund die Xe gemacht und die. So, wir können ein, zwei hier lassen. Das müsste reichen. Also, ich habe ja nicht ohne Grund die Xe und die Os gemacht. X waren tot und O's war nur Schaden. Also ja, ich denke, das XX da unten rechts ist wirklich tot. Das klappt nicht. Von Fliegen hatten wir auch schon mal getestet. Das ging nicht. Also werden wir auch nicht rüberspringen können. Aber ja, darum kümmern wir uns später. Erstmal haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, wo wir weiterkommen können. Das ist schön. So, hier rüber. Shift. Jetzt zu dem Lavagruben-Ding. Das war hier durch. Ganz schnell rüber. Dass die Türen immer wieder alle zugehen müssen, das ist ein bisschen doof. So, hier rum. Hier ist die Brücke. So, wir müssen jetzt nach Nordwesten. Nordwesten, da. Schön schnell, schön schnell. Warum hältst du an? Nein! Oh. Lauf, 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 lauf. Das sind zu viele. Okay, benutzt goldener Schlüssel. Nein, benutzt goldener Schlüssel. Tür. Benutzt Schlüssel. Ja. Rein, 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 rein. Ach, warte, die können hinterherkommen. Raus hier. Okay, aber die kriege ich hin. Die sind nicht so stark wie Feuerelementare. Stirb. Ja, definitiv nicht so stark wie Feuerelementare. So, kaputt.
eine Ratte dürfte auch nicht das Problem sein und ein Imp schon mal gar nicht. Puff, genau. Puff. So, darf ich mich jetzt ganz kurz erholen? Schlafen. Und wir haben Mana, sehr gut. Also, wo sind wir zur Hölle? Hier. Und da haben wir auch nicht alles aufgedeckt. Da war noch so eine kleine Erhöhung. Das sollten wir, glaube ich, zuerst machen. Jetzt haben wir wieder voller Lebenspunkte. Das heißt, selbst wenn da Feuerelementare sind, dürften wir ihn einigermaßen ausweichen oder widerstehen können. Nicht ernsthaft, oder? Hier ist nichts. Da ist eine Treppe hoch. Ah doch, okay, hier ist doch was. Ich dachte schon, wenn das jetzt alles für nichts gewesen wäre, das wäre nicht... Oh, nicht in die Lava tapsen. Das wäre echt nicht schön gewesen. So, also hoch, Schwert in der Hand. Gucken, was da noch so war. Danach können wir die andere Treppe benutzen. So, da sind die Feuerelementare. Da ist irgendwas, wo man hoch muss. Hops. Okay. Wieder mal eine Tür. Kriegen wir dich auf oder muss ich 10 Minuten gegen dich auch noch gegenschlagen? Sieht schon mal anders aus als die anderen Türen hier. Sturdy Door. Does not fit. Unlock the door. Tada! Oh. Hä? Oh, oh, sehr schön. Da auf der anderen Seite geht's weiter. Aber ich denke nicht, dass wir von da darüber springen können. Ist ein wenig komisch. Aber ich markiere das da hinten mal. Hier. Da müssen wir irgendwie rüber. Aber ich frage mich echt, wie... Also wir könnten versuchen, mit Levitier nochmal hierher zu kommen. Wir hatten vorhin einfach Pech, dass der Spruch nicht so lange gehalten hat. Eigentlich müssten wir locker bis hierher kommen. Ja, aber wie gesagt, später. Ich will jetzt nicht wieder ganz zurücklaufen müssen und so weiter und so weiter. Ich will jetzt hier unten gucken, was bei der anderen Treppe war. Die war hier um die Ecke irgendwo. Nee, nicht da. Nicht da. Hier. Ich greife mich nicht an. Imp. Ah. Suchst du nach etwas? Musst du den Pfad finden? Wenn du einen Fehler machst, bist du Wurmfutter. Opfer von Tybals Zorn. Ah, Tybal, das ist der verrückte Magier. Wer bist du? Ich bin ein Dieb. Ein Dieb werde ich sein. Mit einem sehr wertvollen Preis. Habe etwas, das du willst. Etwas, das du brauchst. Ich werde deine Augen öffnen. Wenn er schon in einem Satz sagt, er ist ein Dieb und er wird mir helfen, ist das irgendwie... Ja, Alarmglocken im Kopf. Was hast du, das ich brauche? Eine Krone ist es und das werde ich dir anbieten. Das Einzige, was du hier in diesem Raum brauchst. Der Rest des Schatzes ist nicht deins. Es zu stehlen wäre dein Tod. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir sind der Avatar. Wir sind ehrenhaft und so. Was ist so besonders bei dieser Krone? Ein Irrgarten ist es. Du wirst durchgehen wollen. Es hat sehr viele Trottel schon verschlungen. Was ich habe, wird deine Augen verbessern. Und zeig dir das Gelbe, was du folgen musst. Yellow Brick Road? Okay. Also, wie werde ich wissen, welchem ich folgen soll? Das ist die Frage, ist sie nicht? Und du musst es herausfinden. Es ist ein Auge, das dir helfen soll. Was? Es ist ein Auge,
das helfen dir, wenn es nicht Bloodshot ist. Also wenn man so rote Augen hat, das ist Bloodshot. Wenn ein paar Adern da geplatzt sind. Und die Größe ist kleiner, nicht größer. Woher hast du die Krone? Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Dieb bin. Ein Dieb ist, was ich bin. Und ein großartiger Dieb war ich, denke ich. Habe die Krone gestohlen. Genau unter der Nase von dem Bösewicht. Also von Tybal. Und warum gibst du mir nicht einfach die Krone? Kann sie nicht einfach jedem geben. Meine Hinweise musst du befolgen. Bewähre dich selbst und kontrolliere deine Gier. Was für andere Hinweise kannst du mir geben? Das ist alles, was ich dir geben kann. Es sollte genug sein. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Du bist nicht zu dumm, oder? Danke. Wir werden aufpassen. Also, Krone. Gibt es hier mehrere Kronen? Ja. Ja, es gibt mehrere Kronen. Gucken. Unbeschichtete Krone. Unbeschichtete Krone. Unbeschichtete Krone. Unbeschichtete Krone. Oh, ein Juwelen. Okay, die anderen Sachen gehören alle einem Golem. Die vier Kronen allerdings gehören niemandem. Undamaged Crown. Darf ich jetzt... Coin. Darf ich jetzt alle Kronen aufheben? Also die Krone sieht besonders aus, weil hinter ihr ein Zauberstab liegt oder so, aber... Ja, ich sehe immer nur Undamaged Crown. Das grüne Ding gehört damit zu? Na gut, es sind nur zwei Golems. Und ein komischer Imp, der jetzt nicht mehr da ist. Also selbst wenn wir das Falsche nehmen, was nicht sehr avatarhaft wäre, wir machen halt mal Fehler. Müssten nur die zwei Golems hier umbringen. Okay, ich nehme jetzt die grüne... Oh, da sind zwei, die so grün aussehen. Ich nehme jetzt die Krone. Sie ist zu schwer. Gott verdammt. Wir lassen jetzt den doofen Stock hier. Und was haben wir hier noch? Irgendwelche Edelsteine. Aber wir schmeißen alles weg, bis auf den da. Den brauchen wir nämlich für eine Quest. Eigentlich brauchen wir vier Stück davon. So, was warst du? Ja, dich brauchen wir auch nicht mehr. Die Flöte braucht man wahrscheinlich noch irgendwann irgendwo. Trank kann auch nicht schaden und das brauchen wir, um den Orb auszuschalten. Ich glaube, das Amulett können wir hier lassen. Wir haben alle Wachposten umgebracht. Aber na gut, hoffen wir einfach mal, dass 2 reicht. Woher weiß ich jetzt, welche die richtige ist? So. Eine Krone, kann ich die aufsetzen? Da war gerade... Warum haben wir Schaden bekommen? Ich glaube, das war ein Zeichen, dass es die falsche Krone war. Licht aus. Schlafen. Licht an. Nächste Krone aufsetzen. Die da sieht gut aus, warte mal. Die sieht anders aus, mit so einem weißen Stein drin. Und wir haben keinen Schaden bekommen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wir brauchen noch einen dritten Versuchsdingens. Also, die da hat schon Schaden gemacht, die hat gar nichts gemacht. Was machst du? Schaden. Du bist falsch. Also wir hatten 2 Kronen, die Schaden machen und eine, die keinen Schaden macht. Also sie geht davon aus, dass die Krone hier die richtige Krone ist. Außerdem sieht sie anders aus als alle anderen. Ja,
und den Rest lassen wir liegen, weil wir sind der Avatar und Verkörperung von allem Guten. Ja, das sind wir. Also, schlafen.